Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir heute die Winterbilanz vorlegen können. Die Winterbilanz ist einerseits sehr positiv, aber andererseits ziehen auch gewaltige Gewitterwolken auf, was den Tourismus betrifft. Zuerst einmal zur Winterbilanz. Sie wissen alle, der Beginn war nicht gerade einfach im Dezember. Die Voraussetzungen November, Dezember waren nicht besonders. Aber trotz dieses schwierigen Startes haben wir ein deutliches Plus bei den Ankünften. Wenn man berechnet November bis Ende März, haben wir ein Plus von 4,9%. Und gemessen an den Nächtigungen haben wir ebenfalls ein Plus von 2,2%. Wir haben eben vom November bis Ende März Nächtigungen von 23,7 Millionen. Wenn man sich da anschaut, so haben wir jetzt gemessen an den Ankünften das beste Ergebnis im langjährigen Vergleich. Und wir haben das drittbeste Ergebnis im langjährigen Vergleich, was die Nächtigungen betrifft. Deshalb ist es ein höchst erfreuliches Ergebnis. Und man kann sagen, dass der Tourismus auf einem höchsten Niveau in unserem Land Tirol hält. Dieses erfreuliche Ergebnis ist nur möglich, weil alle an einem gemeinsamen Strang ziehen. Da rede ich von den Beherbergern, groß oder klein. Da rede ich von der Seilbahnwirtschaft, auch die Skischulen, Tourismusverbände, Sportartikelhändler, Tirolwerbung etc. Wir haben, und das ist mit Sicherheit eines vom Wesentlichen, eine Top-Qualität in unserem Land Tirol. Und die Qualität ist letztendlich entscheidend, dass wir weiterhin vorne sind. In den Alpen, wir sind die Top-Destination in den Alpen. Ich habe zuerst gesagt, dass aber auch gewaltige Gewitterwolken aufziehen. Und das hängt natürlich mit der Belastung des Tourismus zusammen. Und wenn man sich anschaut, die verschiedenen Ereignisse der letzten Jahre, so muss man sagen, dass die Summe der verschiedensten Maßnahmen zu viel sind. Und das hat sich bei der Steuerreform im besonderen Maße gezeigt. Drei Punkte: Mehrwertsteuererhöhung, zweiter Punkt die Beherbergung bzw. die Grunderwerbssteuer, die aber nicht nur den Tourismus betrifft, sondern insgesamt, und zum dritten auch die Abschreibung. Und so mittlerweile ist es ja bekannt, dass ich sofort protestiert habe. Und wir werden hier nachverhandeln, wir werden für den Tourismus kämpfen. Es ist so, dass derzeit im Finanzministerium verschiedenste Berechnungen vorgenommen werden, weil das Versprechen da ist, dass im Bereich des Tourismus noch Nachbesserungen vorgenommen werden. Und ich bin hier ständig im Kontakt, die drei Landeshauptleute ständig im Kontakt, und wir werden schauen, dass noch im Mai hier Ergebnisse erzielt werden können. Garantieren können wir es ja nicht, weil wir nicht selbst entscheiden. Aber wir werden für den Tourismus in Westösterreich kämpfen, damit wir hier bessere Rahmenbedingungen gestalten können. Der Tourismus ist eine Leitbranche in unserem Land Tirol. Jeder zweite Arbeitsplatz kommt vom Tourismus. Der Tourismus investiert massiv. Und deshalb hängt es auch zusammen mit den Klein- und Mittelbetrieben, die also Arbeit bekommen. Und es ist auch durch den Tourismus in Verbindung mit der Landwirtschaft gewährleistet, dass wir Beschäftigung in den Tälern halten können. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass der EU-Vergleich uns sagt, dass wir am Westen die beste Beschäftigungslage haben im Vergleich zu allen anderen Bundesländern. Weil ich glaube, es ist immer wesentlich, dass man einerseits die Nächtigungen sieht, andererseits die Ankünfte. Aber letztendlich ist das Entscheidende die Wertschöpfung. Und wir haben hier diese Zahlen vom November bis März wieder bemessen, haben wir eine Wertschöpfung von 2,1 Milliarden Euro. In der Wertschöpfung haben wir ebenfalls ein Plus von 7,3%. Was die kommende Sommersaison betrifft, so wurden die Unternehmen Anfang April abgefragt. Und da sagen 65% derzeit, dass sie sehr zufrieden bzw. zufrieden sind, was die Buchungslage betrifft. Ich darf darauf hinweisen, das letzte Jahr waren es 61%, aber das ist also etwas mehr als wie das letzte Jahr.
Und dabei ist zu sagen, dass eines unumstritten ist, dass der Tourismus ein zentraler Wirtschaftsfaktor ist, aber wir müssen uns im Bereich des Tourismus weiterentwickeln. Und deshalb brauchen wir eine breit angelegte, internationale, konkurrenzfähige Freizeitforschung. Und wir haben hier einfach die Herausforderung zu bewältigen, dass wir im globalen Wettbewerb bestehen können. Und ich habe daher den Auftrag erteilt, in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, dass wir ein Tourismusforschungszentrum installieren werden in Tirol. Wir werden also für die nächsten 5 Jahre 1,5 Millionen Euro zur Verfügung stellen, damit wir auch in der Zukunft gut aufgestellt sind, was den Tourismus betrifft. Auch eine Forderung seitens der Wirtschaft. In den nächsten Wochen werden wir den notwendigen Regierungsbeschluss fassen. Herzlichen Dank.